Die vierte Phase der Season of Discovery ist gestartet und damit gibt es auch einen neuen Dungeon für uns zu spielen, nämlich Demonfall Canyon. Aber wie kommt man da rein? Ich zeig's euch in diesem Video. Herzlich willkommen, ihr lieben Freunde meines Kanals. Der neue Dungeon Demonfall Canyon ist auf jeden Fall eine sehr interessante Ankündigung, weil es wirklich ein komplett neuer Dungeon ist, den wir exklusiv in der Season of Discovery spielen können. Er fand seinen Weg mit Phase 4 ins Spiel und wenn ihr euch an den Ort des Dungeons begebt, dann fragt ihr euch auch, okay, und wo ist jetzt hier das Eingangsportal? Das müsst ihr euch erstmal freispielen. Glücklicherweise müsst ihr dafür nur eine Quest erledigen, für die müsst ihr allerdings mindestens Level 55 sein. Die Quest findet ihr im Teufelswald bei der Abgesandten des Schattenzahns. Das ist dort, wo ihr auch die wilden Gaben abgebt und dort taucht jetzt eine neue Quest auf, für die ihr 6-mal das Item Zirbeldrüse der Eulenbestie besorgen müsst. Die dafür benötigten Eulenbestien findet ihr in Winterspring, am besten im Nordosten, dort wo auf der Karte dieser Höhleneingang gezeichnet ist. Dort findet ihr Berserker-Eulenbestien, die droppen dieses Item. Allerdings sind die teilweise Level 59, also geht das am besten mit einer Gruppe an. Sobald ihr die 6 Zirbeldrüsen gesammelt habt, geht es auch schon wieder zurück zur Abgesandten des Schattenzahns und dann erhaltet ihr dieses Trinket. Schattenzahn-Illusionsschutz. Schützt den Träger vor den teuflischen Illusionen um den Demonfall Canyon. Habt ihr dann dieses Trinket angelegt, könnt ihr auch den Eingang zum neuen Dungeon sehen und ihn auch betreten. In diesem Sinne viel Spaß, ihr lieben Freunde meines Kanals. Denkt dran, um die Quest zu spielen und den Dungeon zu betreten, müsst ihr mindestens Level 55 sein. Ich wünsche euch viel Spaß und guten Loot und hoffe, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte. Lasst gerne einen Like und einen Kommentar da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank, BB, euer Hyuga.